Ende Januar gewann Jamila Rowe die 16. Dschungelcamp-Staffel und wurde damit 100.000 Euro reicher. Auf ihr Preisgeld muss die Visagistin aber immer noch warten. Berlin, der Dschungelcamp-Sieg von Jamila Rowe, 55, gleicht einem Märchen. Nachdem Martin Semmelrogge, 67, nicht nach Australien reisen konnte, sprang das ehemalige Model kurzerhand als Ersatzkandidatin ein und wurde dank ihrer ehrlichen und offenen Art schnell zum Publikumsliebling. Am Ende konnte sich Jamila im Finale gegen Gigi Birofio, 23, durchsetzen und bestieg als Nachfolgerin von Filip Pavlovic, 28, den Dschungelthron. Von ihrem königlichen Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro fehlt aber noch immer jede Spur. Habe noch nichts erhalten, Jamila Rowe wartet nach Dschungelcamp-Sieg auf Preisgeld. Zwar war Jamila Rowe auch vor ihrem Reality-Triumph keineswegs eine Unbekannte, in das Urwald-Set an der australischen Gold Coast zog sie am 13. Januar aber dennoch als totaler Underdog ein. Schließlich hatten sich ihre Mitstreiter wochenlang auf das Dschungelcamp vorbereiten und mit Schlagzeilen schon reichlich Werbung für sich machen können. Am Ende war aber vielleicht genau das Jamilas Vorteil, ohne große Furore gesellte sie sich zu Claudia Effenberg, 57, Lukas Cordalis, 55, und Co. und ließ sie Tag um Tag allesamt auf der Überholspur zurück. Mit ihrer Krönung zur Dschungelkönigin steht Jamila Rowe ein Preisgeld von 100.000 Euro zu, ihr eigen kann sie den TV-Reichtum aber noch nicht nennen. Ich habe meine Prämie noch nicht. Ich muss erst mal eine Rechnung schreiben, verrät die Visagistin im Interview mit web.de und erklärt, dass das Ganze nicht über RTL, sondern das Management geregelt wird, aber ich habe noch nichts erhalten. Auch bei den großen Reality-Shows gilt also, von der Bürokratie bleibt niemand verschont. Bin ganz bescheiden, Dschungelcamp-Gewinnerin Jamila Rowe kauft immer noch bei Lidl ein. Dass Jamila Rowe noch nicht die Zeit gefunden hat, um ihr Preisgeld in Rechnung zu stellen, ist kein Wunder, schließlich geht es im Leben der zweifachen Mutter derzeit ziemlich wild zu. Ich erlebe keinen Tag, an dem nicht fremde Menschen auf mich zukommen, mir gratulieren. Mir winken Menschen auf der Straße aus Autos zu und hupen, berichtet sie gegenüber web.de, betont aber auch, ich bin ja ganz bescheiden, gehe weiterhin zu meinem Lieblings-Lidl. Eine lobenswerte Einstellung, wenn das große Geld endlich auf ihrem Konto eingetrudelt ist, darf sich Jamila dann aber auch guten Gewissens ein paar schöne Dinge gönnen. Es ist viel Geld, mit dem die Sieger des Dschungelcamps auf einmal überschüttet werden, dennoch können sich 100.000 Euro auch genauso schnell wieder in Luft auflösen. Deshalb befürchtet Tokyo Hotel Frontmann Bill Kaulitz, dass Jamila Rowe ihren Dschungelcamp-Gewinn schnell wieder verprassen könnte.